Franziska Knuppe, deutsches Model der Oberliga, kam gestern nach Wien, um sich für eine neue Styling-Bibel fotografieren zu lassen. Herausgegeben wird das Magazin von zwei jungen Modeprofis mit vielen Kontakten und nicht ganz so viel Geld. Natürlich würden wir sie uns nicht leisten können, weil ich glaube, wenn man sie normal anfragt, ist das unbezahlbar. Aber ich habe beim Management angefragt und sie hat dann gesagt, sie weißt was, richte Madi und den Michi aus, ich komme. Das ist mein Einstiegsgeschenk für die beiden. Wenn das so ist, ja. Ja, ich meine natürlich, wenn es jemand gewesen wäre, den ich nicht kenne, würde man natürlich nicht sofort ja sagen. Aber ich kenne das Team seit Jahren, ich weiß, dass da was wirklich Gutes bei rauskommt. Die Mutter einer zweijährigen Tochter moderierte die Schweizer Supermodel-Suchvariante. Sie selber gilt als Topmodel. Natürlich existiert auch das gemeine Model. Nur wo genau ist der Unterschied? Na, ich würde sagen, ein Topmodel oder ein Supermodel arbeitet international. Man muss gewisse Cover gemacht haben, gewisse Kampagnen und natürlich sich auch über Jahre gehalten haben. Und es gibt die Kategorie, die laufen über jede Premierenparty und sind damit Topmodel. Das wird dann leider alles so ein bisschen in Schmutz gezogen. Deswegen sich selbst zu bezeichnen, finde ich totalen Quatsch. Du bist eine Top-Fotografin. Ich würde mich nicht so bezeichnen, ich würde mich nur als Fotografin bezeichnen, aber natürlich wird es immer so benannt, damit es was Besonderes ist und die Leute sich nicht langweilen. De facto ist es gibt einfach schlechte, gute und bessere. Man sieht auch, sie fotografiert auch selber, also falls sie einmal als Model nicht mehr erfolgreich ist, stellen wir sie ein als Making-of-Fotografin. Franz ist jüngster Kuh, sie ist das Aushängeschild eines Wäschelabels, für dessen Dirndl Dessous. Und siehe da, die Berlinerin findet Dirndl toll. Ein Dirndl passt irgendwie zu jeder Frau, egal was für eine Figur, weil das werden die Teile betont, die man betonen möchte. Man zaubert irgendwie doch eine gute Taille hin und alles, was hier so ein bisschen vielleicht ein bisschen breiter, ein paar Pölzerchen, wird überdeckt.